da sind wir wieder. Das DGHK-Spiel haben wir überwunden. First Pick Malta werden wir hier nicht machen, aber Malta wird sicherlich demnächst wieder zurückkommen. Wir werden, ja, Battle for the Fraternity, da muss ich glaube ich nicht viel sagen, was wir da spielen werden. Wir könnten aber mal wieder den guten Zul'jin spielen. Aber als First Pick wird wahrscheinlich Artanis oder Valar in Frage kommen. Eins von beiden vermute ich mal. Wir gucken erstmal, was sie spielen werden. Oder was sie picken werden, so. Tracer gebannt, okay. Möge Elun uns Stärke geben. Wir werden ein neues Schicksal schmieden. Die Jagd ist eröffnet. Die Schwachen. Oh, das ist zumindest jetzt ein interessantes Line-Up. Mal gucken, wen sie in die Top-Lane schicken. Alle. Okay, du sagst okay. Jeder Tod bedeutet Feuergefälle. Blaze, okay. Zum letzten Atemzug. Bereit für den Kampf. Sie brauchen noch einen zweiten Damage-Dealer. Magier haben sie noch nicht. Gu'dan wäre... oder Li Ming. Dieses Reich braucht mich. Da ist sie. Das heißt, sie spielen auf Poke. Haben sie auch gute Möglichkeiten. Also, die haben richtig... das Line-Up eigentlich, um Li Ming mit dem Orbit zu unterstützen. Blaze, Stun, Varian mit Taunt und der Malfurion mit Root, sehr sehr gut gedraftet auf der Gegenseite. Wenn da vor allem irgendwas passiert, kann Li Ming immer richtig gut follow-upen. Bei uns ist das eher so Standardgedöse. Da müssen wir wirklich aufpassen. Es liegt allein bei euch. Sind wir stark. So, Artanis ist am Start. Und dann gucken wir mal, wird's ein Orbit? Würde mich schon sehr wundern, die haben das perfektes Line-Up dafür. Das wird ein Dingsbums werden. Verbleibend. Ein, oder er geht Top-Lane, das könnte natürlich auch sein. Drei,
Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. An die Arbeit, Lakai! Metzelt meine Feinde nieder! Ihn nicht da? Ja, es ist, Orbit! Das Blaze, wie gehofft und gewünscht. Schon mal tot. Ist euch zum Brunnen gegangen? Der wollte nur schnell raus. So, ich gehe mal kurz zurück. Dann müsste demnächst auch das erste. Das Cam-Cam-Energetisierung, wenn wir spielen. Ich werde bald erscheinen. So sieht's aus. Mein Gegenspieler. On my way. Offenbart meinen Weg. Heute habt ihr gut gekämpft, meine Krieger. Ich werde dieses Land läutern und auf ewig von euch befreien, Dämon. Ich ändere meinen Standort. Oh, sie haben das Camp noch gemacht. Wir sind siegreich. Ihr müsst mit Leidenschaft töten. Denen habt ihr's gezeigt. Zu mir, Sterbliche. Wir marschieren gegen die Tore der Hölle. Nun gut. Höchst berauschend. Falls ihr sterbt, lehne ich jede Verantwortung ab. Es ist kein Taunt, das heißt, sie spielen sich perfekt. Doch ich werde zurückkehren. Wählt ein Talent.
aber enttäuscht mich nicht. Ah, ich erkenne euch. Akka? Ein kühner Plan. Verpiss dich! Hab's dir eben gerade noch gesagt. Ich frag mal nicht, warum die da geblieben sind oben. Wappnet euch. Ich werde bald eintreffen. Wir haben diese Herausforderung. Ich geh mal zum Brunnen. Das ist ganz schöner Quatsch, was wir hier schon wieder spielen. Muss ich gestehen, der Varian ist eigentlich Freekill. Ja. Gemeinsam. Sind wir stark? Ich kämpfe für den Ruhm der hohen Himmel. Ein Gegner, der weder Gnade noch leere Erwähnung verdient. Die Zukunft gehört uns. Wir brauchen dringend mal XP. Es wäre nicht das Problem gewesen, wenn sie mal alle nach oben gegangen wären und mir die XP gelassen hätten. Jetzt sind sie vorher Level 10, was schon ganz schön ätzend ist. Oh je, oh je. Ich verstehe. Ein Ulti ins Nichts. Zunehmend schlechter. Schade. Inakzeptabel. Ah, wir kriegen 2 Kills, nice. Ein Doppelkill? Doch bitte auf Level 10. Muss ich euch erst daran erinnern, ein Talent auszuwählen? Wir werden mit den Destructor-Stahl spielen. Nun gut. Immerhin ein Anfang. Ups, hab ich verklickt. Die Gerechtigkeit hat obsiegt. Ich führe mich in. Na, ich glaube, das haben wir. Die Verderbnis der Hölle schwindet vor mir. Geh in der Top-Lane. Ja, da kommt er wieder, aber da kann ich jetzt auch nicht reingehen. Das werden wir nicht haben. Ja, der Blaze hat das relativ gut im Griff hier. Ah, komm schon. Das hatte ich viel früher erwartet. Ich führe mit Ehre. Kriegen die Kills wieder? Sehr gut. Wie wäre es,
es, wenn ihr zur Abwechslung einmal das richtige... Phasenbauwerk können wir spielen, aber wir natürlich Dreifachschlag spielen. Das ist einfach mega gut. Ja. Ein würdiger Kampf. Auch bekommen. Ich werde bald zurückkehren, Helden. Ja. Nutzt die Chance, wenn sie alle zerstört. Die... Bin auch nur mit großer Mühe. Die Rechnung kassiert bekommen. Ich führe mit Ehre. Ach, sie kommt weg. Unten das Camp. Ich kann wahrscheinlich oben das Camp auch machen. Spielt auf Damage, der Kollege. Ein kühner Plan. Mach es nicht. Ich geh hoch. Ich geh außen rum. Bald kehren wir Unsterbliche zurück, ihr Helden. Unnötig. Rücksichtslos und brutal. Ein Doppelkill. Tricks auf Lager. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Diese Blutrausch. Die Lunara hat aufgepasst. Wahrscheinlich hat die Jaina gesagt, mach mal das Camp nicht, warte mal, bis der Immortal da ist. Da haben wir ein bisschen mehr Value davon. Vor allem, weil sie jetzt hier unten deffen müssen. Ein Ulti wird immer auf Liming gehen. Das war knapp. Glück gehabt. Ich danke euch. Wenn er sich immer so weit vorne hinwagt, dann krieg ich jetzt auch mit. Triumph kehrt in diesem Reich wieder Ordnung ein. Ja, wir werden jetzt einfach... Nee. Es ist vorher. Nee! Wir gehen einfach alle. Alle nach oben. Wie wäre es, wenn ihr zu... Das Böse kann sich meinem Blick nicht entziehen. Mache der Dai Lam. Ja, der Moradin stellt sich dahin. Da will sich dahin stellen. Die war gut, Ausführung nicht. Da kann ich nicht reingehen, jetzt kann ich da reingehen. Backer. Sehr gut gespielt von meinem Team. Sehr gut. Sieg, wenn man das so nennen möchte. MVP. Nara kriegt auch einen Punkt.
Das war nicht schlecht. Einmal habe ich mich geopfert, dafür den Malphite in einer ungünstigen Situation gebracht. Und das Team hat auch gut auf die Pings und Calls gehört. Das ist nicht immer selbstverständlich. Im letzten Spiel war das halt in Draft verloren. Hier haben wir das ganz gut geregelt. Gute Lunara hat immer die Kills gesichert, wenn ich jemanden out of position gebracht habe. Auch gute Jayna. Und ja, der Ulti auf Li Ming immer, damit sie nicht zum Poken kommt. Damit sie sich bewegen muss, wenn sie den Ulti angemacht hat oder so. Also Desintegrationsstrahl. Ich glaube, er hat sie gar nicht gespielt. Egal, auf jeden Fall hat das gut funktioniert. Und der Baryan hat nicht Taunt gespielt. Weil damit, wenn man sich das mal anschaut, sie hatten eigentlich ein sehr, sehr gutes Lineup, um Li Ming Kills zu besorgen. Baryan Taunt, Blaze Stun, Malfurion Root, konnte immer die Li Ming eigentlich follow-upen. Das ist eigentlich ein gutes Lineup, was sie da haben. Und der Hanzo hat eigentlich teilweise einen guten Job gemacht. Der hätte da genau dasselbe machen können. Also da wäre alles möglich gewesen, aber sie haben es halt nicht so gespielt. Wie hat Li Ming denn am Ende gespielt? Ganz eigenartig. Irgendwie so ein Hälfte-Teleport-Bit. Oh gut, dann ist klar, dass sie das Spiel verlieren werden. Orbit hätte uns, glaube ich, richtig gefickt. War vor allem Lunara oder Jaina. Naja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zusehen. Tschö.